Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Aquarian Skies mit dem Marco zusammen. Und dem Tino. So, okay. Ja, nach der lustigen Folge von Mittwoch war das, glaube ich. Geht's jetzt mal. Von Donnerstag so rum. Geht's jetzt mal weiter. Die Kiste hier ist übrigens voll. Das Bone Meal Bag brauchen wir doch gar nicht hier drin. So, wir haben hier noch zwei Bags. Reward Bags. Oh! Ein Copper Beach Sapling. Was? Kann man da Kupfer aus dem Baum machen, oder was? Stimmt. Und? Oh, ich habe auch 16 so eine Perlendinger gekriegt da. Ich weiß, die in der Hungry Chest drin. Aber da kannst du zum Beispiel Beef und Oyster Pie machen. Was auch immer das sein mag. Von Mariculture. Weißt du, was Mariculture ist? Bestimmt diese... Mit dem Essen und so. Nee. Nee? Nee. Das mit dem Essen, Moment. Na, wo ist denn das ganze Pappeln hier? Na? Ah, Bienen gibt's auch wieder eine Menge, wie ich sehe. Na, es ist teilweise sind verschiedene Mods. Ne, Hangar Overhaul ist das. Was habe ich gesagt? Von was sind diese Oyster-Dinger? Mariculture. Gut. In diesem Sinne, wir gucken mal in unser Reward Bag. Da haben wir nämlich Wizard Steve angefangen und wir brauchen Alchemic Chemistry Set. Haben wir das irgendwie schon mal gebaut? Nee, oder? Ja doch, ihr Boot haben wir jetzt schon und wir konnten den Bus nicht platzieren. Ach, das war das Teil, ne? Jo. Ach Mann! Das brauchen wir aber das brauchen wir aber wirklich. Wie behindert, ey. Haben wir ein Emerald? Ja. Sollten wir haben, ja. Achso, ne, einen blauen soll ich machen. Goldblock haben wir auch, ne? Oder kriegen wir ja zusammen. Jo. Ja. Dann mache ich mal hier noch so eine Dingsbums. Aufgabe. Aus dem Weg! Fertig? Hä, ja, wieso geht denn das nicht? Hä? Wieso? Verstehst du das gerade? Ich leg den Goldblock hier drauf, der geht weg und ist dann hier in der Kiste. Marco? Ja, warte. Achso, ah, wir, nee, wir brauchen Tier 3 Blutaltar. Achso. Shitte. Ich mach die mal tot hier, ey. Das geht mir voll auf den Sack. Au. Weißt du, was das lustige ist? Creeper damagen hier irgendwie nichts mehr. Das ist schon mal aufgefallen. Der Schaden ist, glaube ich, ausgeschaltet. Achso. Ja, ohne schlecht. So, warte mal, habe ich jetzt den ganzen Krempel aufgesammelt? Tatsache. Scheiße, weißt du zufällig, wie dieser Altar war? Dieser Stufe 3? Ja, du musst... Da war jetzt eins Platz lassen, ne, und dann noch so einen Ring drum bauen, oder? Und das eine Stufe tiefer, oder höher? Richtig, und dann tiefer. So eine Türmchen machen. Also eins frei und was kommt da quasi in das dann Freie? Kommen, Na, dann kommen diese Blood Rune, ja, ist schon klar. Zwei hoch? Was? Also dann kommen so eine Türmchen, dann musst du dann mit zwei hochgehen. Ja, aber generell ist der Altar erstmal eins tiefer, ja. Eins tiefer. Ah, also quasi
wie ich das jetzt hier mache oder was? Und dazwischen kommt aber nichts, ne? Nee. Vor allen Dingen, jetzt ist das Jetpack kaputt, ey. Toll. Wir hatten mal kurz ein Jetpack. Auch nicht schlecht. Gut, dann machen wir das doch mal hier. Damit wir hier generell irgendwas machen. So, dann müssen wir erstmal Stone da reinknödeln. Haben wir einen Ofen hier? Ne, haben wir gerade nicht. Aber wir haben eine Workbench. Das scheiß Ding, der verfolgt mich, Alter. Holy Stalk. So, welches Ding? Ach hier, ne, die musst du töten. Mach ich gerade hier. Mit feinem Bogen, ey, du bist so ein richtiger schöner Indianer, weißt du das eigentlich? Hast du, ne, Cola hast du nicht gerade einstecken, oder? Ja. Das fällt immer fliegen würden, ja. Ja, das triffst du nicht, du musst warten, bis das runterkommt, du Held. Nee, die Pfeile fliegen gerade mal einen Meter vor mir und dann fallen sie einfach runter. Ja, musst du mal den starken Arm nehmen. Hau dich gleich mit Unbreaking, Alter. Komm her jetzt, du Bitch. Runter! Boah, immer wenn's runterkommt, schießt's! Aber es hat auf jeden Fall schon gelitten. Jupp. Mann, komm runter! Du bist auch tot? Jo. Wieso bist du tot? Weil der scheiß Vieh mich angegriffen hat. Oh. Hat es so viel Damage bei dir gemacht? Weil bei mir hat es da gar nichts abgezogen. Ich hab Stiefel an. Mehr hatte ich nicht angehabt. Und bei mir hat es gar nichts abgezogen. Ist natürlich geil. Soll ich nur sagen? Ich hab's nur effekt hat gesehen. Ja. Wieso steht die Kuh hier? Ach, nee. Warum nur? Wo ist sie denn? Bleib stehen. Au. Super duper. Naja, wenigstens haben wir keine Materialnöte. Dass wir uns neues Zeug craften können. Gut. Dann müssten wir das mit der Stilrüstung nochmal machen. Mann, das scheiß Vieh. Nicht schon wieder, oder? Wo sind die? Ey, pass auf, hinter dir. Komm doch mal weg hier. Was machst du denn? Was? So, dann was war's noch? Gunpowder und Sand. Hast du zufällig den Sand irgendwo hin, Marco? Hä? Zufällig den Sand irgendwo hin? Ich hab Sand, ja. Gib mal was. So. Gunpowder war das noch. Oh Mann, ey. Gerade wo ich schön da hier was bauen wollte. So ein Scheiß wieder, ey. Iron. Wieder Stahl hier, ey. Ja, und? Wir haben doch genug Material. Mach dir noch eine Eisenrüstung, Mann. Das dauert so lange, Alter. Lass doch mal die Ressourcen hier mit einer scheiß Kiste durchbrennen. Sei doch nicht so.
Doch, bin ich jetzt raus mit dem Monsieur. Jetzt sei doch nicht so, Marco. Was ist jetzt wieder raus? Du weißt schon, dass ich den Ofen gebaut habe. Mach doch deinen Scheiß hier, ey. Ist mir doch egal. Freigo. Schwule Hundekacke hier alles. So, Oh, geh weg jetzt, du Drecksvieh. So, Helm. Das. Ich krieg ja gleich einen Anfall. Hör doch mal auf mich zu schießen. Du rast aus. Vor allem, was habe ich denn jetzt noch alles verloren? Oh, es war wieder so viel Zeugs, ey. Meine Blood Rune habe ich auch verloren. Kohle. Ach Mann, das ist da alles ätzend. Irgendwo hier denken. Das ist alles eine Scheiße, ey. Naja, was soll's. Muss er durch. Ach, ist trotzdem kacke. Vor allen Dingen bist du ja dran schuld. Dran schuld? Du hast mich da runtergestupst. Ja, ich hab dich da runtergestupst, ja. Ich hab na klar, durch diese abgefuckte Explosion wieder. Das war ja das Problem. Dafür. Denn du bist einfach scheiße ausgerüstet. gewesen. Mal, du bist da runtergefallen, Jäger. Stimmt natürlich. So, na gut. Davon brauchen wir auf jeden Fall einige jetzt hier. Hast du dieses... Ach, du bist... Oh. Dieses Schwert hast du nicht mehr zufällig, oder? Oh. Sag mal, wollen die mich ja abrollen? Oh. Wenn ich jetzt hier... Gell? Ich lege jetzt einen Stone hier rein. Dann verschwindet dieser Stone. Ist hier drüben in der Kiste. Und ist ein Stone. Boah, ey. Was ist denn jetzt schon wieder? Was schießt denn jetzt schon wieder rum hier? Boah, es ist doch einfach nur... Ah, da hinten. Jetzt kriegst du ein paar auf den Ranzen hier. Ha! Tot! Bitch. So. Verstehst du das oder verstehst du das noch nicht? Hast du noch einen Wrench oder sowas bei... Na, Marco, woher denn? Bin gestorben. Alles weg, alles, alles. Jetzt? Jetzt.
Ja, aber pass auf, sonst wechselt das Ding gleich zur nächsten Stufe. Super, muss ich jetzt hier stehen oder was? Wieso, aber wieso zieht's den raus? Wieso, das verstehe ich nicht. Bin ich doof. Ja, das lag an der Pipe, die dran war. Ja, das ist schon klar, aber wartet das nicht, bis es fertig ist? Wenigstens. Nee, scheinbar nicht. Hast du... Oh, Alter. Ich flippe hier aus. Das ist doch nicht normal. Etwa da drin oder was? Er ist tot. Wie viel, hast du noch so eine Rune, wo du siehst, wie viel Blut hier drin ist? Das ist schon nicht mehr zu fressen und nix, ey. Hier, tu das dann mal raus, bitte. Ich muss noch fix was zu babbeln holen. Kotzen alles Sandwich. So. Brauchen wir ein paar von den Runen, ne? Schon neue Monster. Ich habe auch mal irgendwie versucht, so eine Monsterfalle zu bauen. Gibt es da irgendwas Bestimmtes, was man da beachten sollte? Ja, du hast das falsche gebaut. Warum? Naja, weil du Spawnflächen brauchst und das, was du da als Spawnfläche nutzt, ist normalerweise die Spülfläche. Also muss es größer werden, um es kurz zu sagen. Muss größer werden. Einfach nur größer. Umliegend jede Chance minimieren, wo die spawnen können. Wenn du jetzt unterirdisch baust und da irgendwelche Löcher oder sonstige sind irgendwo im dazwischen halt, dann spawnen die auch dazwischen. Du musst die halt dazu zwingen, dort zu spawnen, wo du sie haben willst. Also ist. Also einfach erstmal größer bauen. Richtig. Na gut. Aber laufen die dann auch in das Loch? Nee, die musst du rinspülen mit Wasser oder so. Wie hast denn du das da oben gemacht? Ist da Wasser? Da ist Wasser drin, ja. Huch. Oh, du musst halt von der Kante hier, musst du 8 Felder nach hinten gehen, halt, so weit wie das Wasser fließen tut. Verstehst? Na, ich weiß schon, das Wasser fließt ja 8 weit. Ja, die bis zur Kante und dann fallen die halt runter. Wie viele solche Runen hast du jetzt? Keine mehr, weil Blut alle. Nee, wie viel. Ja, aber du hast doch so eine Blank States hergestellt. Eine. Willst du mich verarschen? Du hast jetzt eine so eine Blank Slate hergestellt? Ja. Ja, das kann nicht sein. Da war kein Blut mehr drin. Ey, das waren 5800 drin, wo ich hier weggegangen bin. Diese Dinger, was ich in der Hand habe hier. Ja, eins. Eine Kiste. Ja. Das ist ein schlechter Scherz. Na, das ist aber sehr billig. Mann, nur mit solchen Aushilfsschülern hier. Kann nicht wahr sein. Wieso hast du da nur eins rausbekommen, wenn da noch 5800 Blatt drin waren? Kann ich dir nicht sagen. Ist ja voll Kacke, ey. Noch irgendwas drin, was wir brauchen können? Die Ender-Lilies sieht schon auch weg, wa? Nee, das sind sie nicht. Wir sind hier in der Küste.
erstmal ein bisschen wegkommen, damit wir ein paar Mobs spawnen. Moment. So, wo bist du denn? Na, guck ich mal hinter zur Farm. Und sage euch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Bei Aquarian Skies mit dem Marco und dem Dino. Und ja, danke fürs Zuschauen. Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Tschüss.